Ein besonders emotionaler Fall beschäftigt nun das Team der Kinderstation. Der kleine Ben hat hohes Fieber und seine junge Mutter ist mit den Nerven am Ende. Bald wird deutlich, dass die 21-Jährige an ihren Fähigkeiten als Mama zweifelt. Warum sind Sie hier? Ja, der Ben, der hat seit 4 Tagen extrem hohes Fieber und es geht einfach nicht runter. Was heißt für Sie extrem hoch? An die 40 Grad, permanent. Mhm. Also auch morgens, abends ändert sich absolut nichts. Wir waren beim Kinderarzt, haben Ibuprofen bekommen, aber nichts senkt das Fieber. Also weder Ibuprofen, ich habe es mit Badewickeln versucht. Okay. Also es hilft wirklich absolut gar nichts. Mhm. Husten, Schnupfen, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, nichts. Okay, gut. Ja. So, Ben, ich komme mal von der Seite und messe jetzt mal gerade die Temperatur, ja? Und wenn Sie was geben, dann sinkt es gar nicht, das Fieber? Oder wenigstens so ein bisschen? Nee, absolut keine Veränderung. Also seit 4 Tagen. Ich habe auch kaum geschlafen, weil ich mir so extreme Sorgen mache. Tatsächlich, 39,7. Fieber, wo man nicht weiß, woher das kommt, ist erstmal immer ein Warnsignal und macht einem natürlich erstmal große Sorgen. Er war schon eigentlich nicht so richtig ansprechbar, beziehungsweise hat nicht wirklich reagiert auf Ansprache. Ich habe ihn dann erstmal komplett körperlich untersucht, aber da war einfach nicht so viel zu finden. Er hatte wohl eine gerötete Zunge und geschwollene Lymphknoten, was auch gezeigt hat, dass er einen Infekt hat. Aber ansonsten war da jetzt nichts wirklich Handfestes zu sehen für mich. Gibt es denn sonst irgendwelche Auffälligkeiten, irgendwas, womit Sie das in Verbindung bringen können? Vielleicht bin ich es auch einfach schuld. Also vor 4 Tagen hat er mit einem Alpenpfeilchen rumgespielt und damit das Essen verziert, während ich auf Toilette war. Also das ist, ich bin wirklich immer aufmerksam und auch für mein Alter, ich bin wirklich sehr jung Mutter geworden, aber ich mache alles so mit meinen größten Bemühungen und ich war halt wirklich nur kurz auf Toilette. Er hat gesagt, er hat es nicht gegessen, aber ich weiß es nicht. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind irgendetwas gegessen hat oder getrunken hat, was es vielleicht nicht hätte essen oder trinken sollen oder dürfen, dann ist immer das Allerbeste, sofort die Giftnotrufzentrale anzurufen. Da gibt es Nummern im Internet, die man einfach anrufen kann. Und die sagen einem dann genau, was man zu tun hat. Auch, ob man sofort ins Krankenhaus fahren soll oder ob man zu Hause schon etwas machen kann und was man auf gar keinen Fall machen darf. Deswegen ist das immer das Erste, was man tun sollte. Denn gerade wenn Ihr Kind irgendwas zu sich genommen hat, was es nicht zu sich nehmen darf, dann ist es halt wichtig, dass man schnell reagiert. Und das kann man, wenn man schnell weiß, was man tun muss. Ich habe halt danach auch im Falle, dass er es gegessen haben sollte, direkt gehandelt, ihm richtig viel zu trinken gegeben und alles drum und dran. Mhm. Also super. Ja, das haben Sie im Prinzip dann schon richtig gemacht. Also ich meine, theoretisch kann so eine Vergiftung auch das Fieber auslösen. Mhm. Aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht dran. Wenn es dann zu Symptomen kommt, dann müssten da auch noch ein paar mehr Symptome sein als nur das. Und das zeigt er ja nicht. Übelkeit, Erbrechen und diese ganzen Sachen hat er ja nicht gezeigt. Deswegen finde ich das jetzt relativ unwahrscheinlich. Okay. Aber was du ganz toll machst, ist schon runtergucken. Kannst du das noch ein bisschen mehr machen? Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Bis super, ganz toll. Also das zeigt immerhin schon mal, dass er keine... du kannst wieder hochkommen. Jetzt kriegst du nachher noch einen Nackensteif, ne? Mhm. Dass er keine Hirnhautentzündung hat. Solange er das noch kann, das ist schon mal toll. Ja, ich würde sagen, wir legen ihm mal einmal einen Zugang. Blutabnahme? Genau, nehmen Blut ab. Ich möchte auf jeden Fall einmal wissen, wie hoch die Entzündungswerte sind. Und ich hätte schon gerne einen handfesten Grund für das Fieber. Vor allem, wenn Sie sagen, dass es jetzt schon seit 4 Tagen so hoch ist und sich auch schlecht senken lässt. Für anhaltend hohes Fieber gibt es viele mögliche Auslöser. Bis eine Diagnose gestellt werden kann, muss der 5-jährige Ben zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Falls weitere Symptome auftreten und die Ärzte sofort handeln müssen. Wollen Sie vielleicht den Papa von Ben einmal informieren, dass der auch Bescheid weiß? Also können Sie gerne machen. Nee, also ich bin mit 16 relativ sehr früh schwanger geworden. Aber seitdem habe ich auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Also es ist... Also er kümmert sich gar nicht? Nee. Es hat meine Mama, also seine Oma, hat sich jetzt schon immer bemüht, auch für ihn da zu sein und so. Aber ich will es halt auch einfach alleine schaffen. Hm. Ja, das ist halt auch alles nicht so einfach. Die Mutter des kleinen Patienten war noch sehr jung. Ich habe aber gemerkt, dass sie ihrer Verantwortung gewachsen war und... Ja, sie war sehr streng mit sich, das ist mir aufgefallen, was sie aber gar nicht nötig hat. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht ersichtlich, dass Ben möglicherweise an einer seltenen Krankheit leidet. Am späten Abend braucht eine andere kleine Patientin der Kinderstation Hilfe. Hallo. Oh, Tabea? Ja. Oh, was ist denn los? Mein Auge. Was ist denn damit? Ich weiß nicht, ich sehe nichts mehr. Mandy kam mit einer akuten Appendizitis zu uns in die Klinik, also einer akuten Blinddarmentzündung, von der man aber tatsächlich nicht blind werden kann. Da habe ich sofort unsere Ärztin hinzugezogen und die hat sich dann der Sache angenommen. Kannst du jetzt was sehen? Da siehst du. Und wenn ich so mache?
Nichts. Da siehst du nichts. Okay. Versuch ganz ruhig zu bleiben. Was hast du denn genau gemacht? Ich lag in meinem Bett. Du lagst in deinem Bett und zeig mal, was hast du genau gemacht? Ich hab nur so gelegen und hab mein Handy gehabt, so unter der Decke. Unter der Decke. Zeig mal ganz genau, wie du gelegen hast. Also ich meine, wir tauschen. Sonst, ich kann es mir jetzt nämlich, so hast du gelegen. Warum liegst du denn unter der Decke mit deinem Handy? Sonst ist es zu hell. Und dann hast du das Handy weggelegt und dann konntest du plötzlich nichts mehr sehen? Sie hatte die Decke über den Kopf gezogen, sodass sie eigentlich in absoluter Dunkelheit lag und dann eigentlich mit einem Auge nur auf das helle Handy-Display geschaut hat. Und dann passiert eben Folgendes. Das eine Auge ist an die Dunkelheit gewöhnt, das andere Auge an das Licht von dem Display. Und wenn man das Handy dann weglegt, dann denkt man, man kann eben auf dem einen Auge nichts mehr sehen, weil das eben an Helligkeit gewöhnt ist und das andere halt nicht. Und deswegen hat man da unterschiedliche Sehkraft. Sobald sich das Auge wieder richtig adaptiert hat und die beiden Augen sich wieder angeglichen haben, wird sie auch ganz normal wieder sehen können. Das kann ein paar Minuten dauern, aber es wird auf jeden Fall passieren. Und eigentlich ist es auch schon ziemlich spät und nachts sollte man lieber schlafen und nicht mit dem Handy spielen, ne? Guck mal, du hast eine Blinddarm-OP hinter dir. Und dann braucht man auch ein bisschen Schlaf, um wieder gesund zu werden. Genau, der Körper hat noch ordentlich zu arbeiten. Und wenn, dann bitte mit beiden Augen, okay? Also nicht mehr so auf der Seite liegen. Oh, verrückt, echt. Jetzt wird's weggelegt. Schlafenszeit. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe als Kind oder sehr, sehr lange immer geglaubt, dass die Piraten die Augenklappen tragen, weil sie halt eine Verletzung haben, weil sie vielleicht gestochen wurden oder weil irgendwas mit dem Auge nicht stimmt. Das ist aber nicht so. Die Piraten tragen diese Augenklappe, um halt das eine Auge schon mal an die Dunkelheit unter Deck zu gewöhnen, damit die dann da sofort sehen können. Und diesen ähnlichen Effekt hatte ja quasi unsere Mandy auch. Während Mandy, wie erwartet, schnell wieder normal sehen kann, bleibt Patient Ben geschwächt. Noch dazu zeigt sich bei der Visite am folgenden Morgen, dass es innerhalb der Familie des Fünfjährigen offenbar gravierende Probleme gibt. Hallo. Hallo, willkommen einmal zur Visite. Hallo zusammen. Das ist meine Mutter, die Oma von Ben. Ah, okay. Hallo, Tabea Rode ist mein Name, ich bin die Ärztin. Hallo. So, Ben, wie geht's dir denn? Immer noch nicht gut. Ja, es hat sich wirklich nichts getan seit gestern. Er ist noch immer genauso schlapp. Wissen Sie, es hat sich nichts getan. Mhm. Ja, im Gegensatz zu dem Fall aus der Nacht war der nächste Tag dann doch wieder deutlich rätselhafter. Ben hatte sich weiterhin nicht von seinem Fieber erholt. Die Antibiotika haben weiterhin nicht angeschlagen. Und so langsam war es dann klar, dass wir in eine andere Richtung denken müssen. Und ja, das haben wir dann auch schließlich getan. Ich habe gerade gesehen, dass die Handflächen so ein bisschen gerötet sind, ne? So ein bisschen Ausschlag hier auch und auch so ein bisschen geschwollen. Hat er das an den Füßen auch? Ja, ähnlich wie hier. Ja. Können wir mal einen Streptokokken-Schnelltest machen? Kannst du den einmal holen und vielleicht mal schauen, ob die Blutwerte auch schon da sind? Ja, klar, mach ich das. Was bedeutet das, Streptokokken? Also, ich glaube es ehrlich gesagt nicht so wirklich, aber das können wir ja jetzt ganz schnell rausfinden. Streptokokken können Scharlach auslösen und diese geröteten Hände und Füße, auch mit der Zunge, mit der geröteten, was wir Erdbeer- oder Himbeerzunge nennen, das würde dafür sprechen. Was allerdings ein bisschen für mich dagegen spricht, ist, dass die geschwollenen Mandeln fehlen, die eigentlich beim Scharlach da sein sollten. Ja, so muss es ja klingen. Wir sind schon mal die Blutergebnisse. Ja. Ich muss arbeiten, wir machen unfassbaren Stress im Moment. Es geht einfach nicht mehr wirklich. Das ist doch wirklich kein Problem, du kannst ruhig arbeiten gehen. Nein, nein. Du kannst ruhig gehen. Nein, ich bin Mama, klar. Du musst verstehen. Guck mal, am Anfang, wir haben bei dir gewohnt und alles ist gut. Und du hast dich gekümmert, ich bin gut, dir dankbar. Aber irgendwann ist jetzt auch. Nein, ich komme klar, wirklich, es ist okay. Ich möchte nicht, dass du Stress hast. Ich weiß, aber ich komme klar, es ist okay. Ich unterbreche dich auch ganz ungern, aber ich glaube, es ist jetzt gerade. Es ist jetzt gerade gar nicht der Punkt, zu diskutieren oder zu streiten, sondern ihr Kind ist krank, beziehungsweise ihr Enkelkind, und darum sollte es jetzt gehen. Wir haben also jetzt hier im Labor erhöhte Entzündungswerte, auch eine erhöhte Blutsenkung. Das bedeutet eigentlich, dass ich immer noch denken würde, dass eine Antibiotikatherapie notwendig ist. Aber es hat bis jetzt nicht angeschlagen, warum auch immer. Und wie ist der Streptokokken-Schnelltest? Der Schnelltest ist negativ. Negativ, okay. Meine Güte. Das kann doch nicht sein, dass er da liegt und es geht ihm schlecht und schlechter und schlechter. Und im Prinzip passiert nichts. Also Test.
Es ist in der Medizin ja grundsätzlich so. Man sagt immer, wenn hierzulande irgendetwas wird, dann ist es meistens das Pferd und nicht das Zebra. Und so ist es eben in der Medizin auch. Wir müssen erstmal an das denken, was ziemlich häufig ist. Und dann schließen wir das nach und nach aus und gehen immer weiter quasi in der Diagnosenfindung. Und in dem Fall war eben etwas, was relativ häufig auftritt, der Scharlach. Leider war der Streptokokken-Schnelltest negativ. Ich hatte auch irgendwie nicht so richtig daran geglaubt, weil mir eben ein Symptom, nämlich die geschwollenen Mandeln, dafür gefehlt haben. Dennoch war es ja wichtig, das einmal ausgeschlossen zu haben. Ja, dann gab es eben noch eine weitere Verdachtsdiagnose. Und um die habe ich mich dann als nächstes gekümmert. Ich habe halt, wie gesagt, eine Verdachtsdiagnose. Und da wäre es wichtig, dass wir noch mal einen Ultraschall vom Herz machen. Wenn ich dieses Ergebnis habe, dann können wir noch mal darüber sprechen und gucken, ob es das wirklich ist. Okay, und das machen Sie jetzt gleich? Das machen wir jetzt gleich, ne? Wenn wir das gemacht haben, dann wissen wir vielleicht mehr, was dir fehlt. Okay? Mama, doch, das kriegen wir zusammen hin. Ich bin für euch da. Ich komme wie auch immer. Alleine klar. Das weiß wirklich. Ich, Schatz. Ich versuche einmal schnell die Untersuchung zu organisieren, ja? Um die angespannte Situation zwischen Bens junger Mama und deren Mutter nicht noch zu verstärken, behält Kinderärztin Tabea Rode ihre Verdachtsdiagnose vorerst für sich. Einen Tag später spitzt sich die Lage jedoch zu. 40,1. Also wir haben nach wie vor Fieber, es ist angestiegen. Ja, aber vielleicht haben wir jetzt eine Lösung. Also hören Sie erstmal zu. Mhm. Ich hatte ja Ihnen gesagt, dass ich einen Verdacht habe, was er haben könnte. Und ich habe ihn ja zum Kardiologen geschickt, damit der nochmal ein Echo macht, also ein Ultraschall vom Herzen, um eben nochmal nach dem Herzen zu gucken. Gott sei Dank war da nichts. Also das Herz sieht gut aus und ich wollte vor allem, dass der nach den Herzkranzgefäßen schaut, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also die quasi die Gefäße, die das Herz selber mit Blut und sowas versorgen. Ja. Und da war aber nichts. Meine Verdachtsdiagnose, und das ist sie nach wie vor, ist das sogenannte Kawasaki-Syndrom. Da passt eigentlich alles zusammen, bis darauf, dass er jetzt nichts am Herzen hat, aber das muss auch nicht sein. Das ist eine Erkrankung, die hierzulande relativ selten ist, in Asien deutlich häufiger vorkommt. Und da hat man eben zum Beispiel diese Erdbeer- oder Himbeerzunge, ne, die wir ja schon thematisiert hatten, die auch beim Scharlach vorkommt. Die geschwollenen Lymphknoten passen dazu, auch die Rötung an den Händen passt dazu. Also sind das hohe Fieber, was wir jetzt schon die ganze Zeit mit Antibiotika behandeln und das überhaupt nicht auf die Antibiotika anspricht, auch die hohen Entzündungswerte. Das passt eigentlich alles zusammen. Und da können wir jetzt so lange mit Antibiotika therapieren, wie wir wollen, das wird nicht helfen. Was hilft, ist die Immunglobulingabe. Das würden wir jetzt auch versuchen. Hilft auf jeden Fall, oder? Hilft, wenn es das ist. Wieder. Zusätzlich werden wir ASS geben. Das ist ein blutverdünnendes Mittel, das eigentlich bei Kindern nicht gegeben werden soll, aber in dem Fall gegeben werden muss. Eine Spätkomplikation von diesem Kawasaki-Syndrom sind Herzinfarkte bei Kindern. Deswegen habe ich auch einmal auf das Herz schauen lassen. Aber wie gesagt, das Herz ist bis jetzt vollkommen in Ordnung. Das müssen wir nur im Auge behalten und geben das dann auch noch mal zusätzlich, um da auch das Risiko gering zu halten. Okay? Das Kawasaki-Syndrom ist letzten Endes eine Krankheit, die ist nicht so einfach zu fassen. Das heißt, wir müssen erst alle anderen wahrscheinlichen Diagnosen ausschließen. Dann müssen wir es therapieren und dann hoffen, dass die Diagnose richtig ist. Denn wenn, dann schlägt die Therapie an, wenn nicht, dann nicht. Das ist letztendlich dann ja auch nur ein Therapieversuch, aber oft ist es dann so, wenn wir alles andere ausgeschlossen haben, dass die Therapie dann greift und dann werden die Patienten auch wieder gesund. Gut. Schatz, das wird wieder. Und Oma mich auch besuchen. Die Oma? Die Oma kommt dich auch besuchen. Die macht sich ja auch Sorgen um dich, weißt du? Die Oma, die hat dich auch auf jeden Fall ganz, ganz dolle lieb. Ich komme gleich wieder, ja. Ich höre jetzt noch mal auf dein Herz, okay? Ich schau mal gerade nach deiner Mama. Ich bin gleich wieder da. Ich meine, oftmals ist das bei Teenie-Schwangerschaften, dass die Großeltern, also die Mutter in dem Fall, einfach sehr stark eingebunden werden. Da schien das aber jetzt nicht mehr so zu sein. Also die Mutter wollte sehr viel alleine machen. Aber ich habe gemerkt, dass sie die sehr stark an sich selber zweifelt, dass sie eine schlechte Mama ist, dass wir alle hier gar nicht so sehen. Ich bin so jung Mutter geworden. Ich habe immer versucht, alles richtig zu machen. Aber ich habe das Gefühl, ich bin einfach alles schuld. Ja, das dürfen Sie nicht denken. Man merkt wirklich, dass Sie eine super Mutter sind. Und die Bedenken kann ich sehr gut nachvollziehen. Hallo. Was ist denn los? Ben?
Ist mit Ben alles in Ordnung? Nein, komm, setzen Sie sich mal zu Ihrer Tochter. Ich glaube, es besteht ein bisschen Gesprächsbedarf. Was? Das Moment, dass ich so scheiße zu dir war. Ey, Baby, ist die Situation. Ich bin alles schuld. Ach was, nein. Du bist so eine fantastische Mutter. Hey, du bist gut, du bist richtig gut. Sonst wäre Ben heute nicht hier. Ich habe ja das Gefühl, dass er hier ist wegen mir. Ich kann mir vorstellen, wie du da drauf kommst. Ich bin halt immer so Mutti und Hütütü und es wird so gemacht und tut mir auch leid. Ja, aber sie machen es ja wirklich super, ne? Und die Blecken kann ich verstehen, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal zu ihm, ne? Bens junge Mama ist erleichtert. Die 21-Jährige hat verstanden, dass sie sich selbst nicht so unter Druck setzen sollte und guten Gewissens Hilfe annehmen darf. Auch ihrem Sohn zuliebe. Guck mal, Schatz, willst du bald vielleicht auch mal ganz alleine zur Oma? Ohne mich, einen ganzen Tag lang. Zu mir? Los, du kommst zu mir? Ganz alleine? Und wenn sie jetzt wieder da sind, dann würde ich mich darum kümmern, dass er ganz schnell seine Immunglobulintherapie bekommt, ja, und wir ganz schnell anfangen können, dann umso schneller ist er hoffentlich auch wieder gesund. Ja, bitte. Und dann können wir dich wieder mit nach Hause nehmen. Ihre Tochter kann Ihnen bestimmt ganz normal noch mal erklären, was ich gerade schon erzählt habe. Ja, mach ich gleich. Na? Okay. Im Nachhinein hat sich bei Ben der Verdacht auf das Kawasaki-Syndrom bestätigt. Doch die Behandlung hat gut angeschlagen und der Fünfjährige ist längst wieder gesund und zu Hause. Seine Mama nimmt sich inzwischen mehr Zeit für sich selbst.